So, hallo und herzlich willkommen zurück. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten mit dieser Folge, aber da hat hier plötzlich so ein komischer Gegner reingespawnt. Den muss ich jetzt killen und ihr solltet natürlich alles sehen. Ich will euch ja hier nichts vorenthalten. Ich hätte natürlich auch Pause drücken können, ich wollte spannen. Ah, da, 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 da. Naja. Intelligenz braucht ihr ja nicht, ist überbewertet und so. Nein, Quatsch, Intelligenz ist so sexy, das ist unglaublich. Intelligenz. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Verreck doch. Und eine Kirsche, das finde ich doch toll. Und jetzt habe ich ein Maschinengewehr aufgenommen. Wieso denn? Ach, manchmal, also echt. Aber wenigstens habe ich wieder ein paar Kirsche. Und auf Wiedersehen, Jungs. Nein, Granaten will ich eigentlich nicht. So. Wir fahren einfach mal den Lift hoch. Ne, wir fahren nicht den Lift hoch. Ich möchte mich da drüben umschauen. Ah, da drüben geht's nicht weiter. Okay, wir fahren einfach mal den Lift hoch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Tja, hätte ich aufgepasst. Oh je. Ich sehe schon wieder, was ich gar nicht sehen will. Aber wenigstens eine Kirsche. Nein! 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 Genau. Puh! Kein Maschinengewehr. So, ich hoffe, ich werde jetzt hier mit dem Sound nicht irgendwie ein bisschen... aufgrund meiner vielen... keine Granate, danke. Auch kein Laser. Und Kirschen, das finde ich doch schön. Oh. Kaum hat man ein bisschen Gesundheit, ne? Da macht man wieder so eine Scheiße. Naja. Wenigstens habe ich nicht allzu viel verloren. Bam, 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 bam. Gut, ich habe gedacht, ich könnte da vielleicht hinkommen. Offensichtlich nicht. Also machen wir den ganzen Spaß nochmal. Ja, weil es so schön war. Aber wir müssen ja jetzt hier zum Glück nicht mehr in dieser... Oh. Na, den hätte ich auch gut übersehen. Wir müssen ja jetzt nicht mehr in dieser Zentrigan oder was auch immer das war. Spoiled Bastard, okay. Ich habe einen verzogenen Bastard gerettet. Okay. Wer auch immer das ist. Da. So, Dele. Jetzidli. So, probier es nochmal. Ne. So, jetzt ist natürlich die magische Frage.
Frage. Wo zum Geier bin ich das Ding für dieses Zahnrad? Geht's da eigentlich in die andere Richtung? Offensichtlich! 3 cm. Ja, toll. Gut. Wir gehen diesen ganzen Weg jetzt trotzdem nochmal. Einfach weil ich immer probieren möchte. Und vielleicht doch rüberkommt. Offensichtlich kann man das. Komme ich da hoch? Vermutlich nicht. Perfekt. Ihr seht, was ich sehe. Ich darf diese lustige, nette Karte nochmal machen. Weil ich einfach nicht aufgepasst habe und hier schön in eine Situation gesprungen bin, aus der ich nicht mehr rauskomme. Nun gut, dann will ich doch mal gucken, ob ich da im Menü irgendwas machen kann. Escape from Stage, Restart Stage. Ah ja. Na dann müssen wir wohl einen Restart machen. Einfach weil es so schön war. So, hallo. Und ja. So, wir fackeln jetzt nicht mehr lange. Schnauze. Zack, zack. Massaker hier. So, Dille. Ich bin leicht gereizt. Sieht man vermutlich gar nicht. Hab ich jetzt wieder... Ja, ich habe eine geniale Waffe aufgenommen. Unglaublich. Spread Gun. Naja, die hatten wir ja vorher auch schon. Ja, und wenn man hier schon... Ja, genau, Maschinengewehr ist auch nicht schlecht. Dam-di-dam-di-dam! So, selten dämlich einfach so. Ist mir jetzt aber auch egal. Und auf Wiedersehen. Jetzt wird nämlich abgerechnet, liebe Freunde. Und zwar absolut. Genau, Freck. So. War da was? Nein, da war nichts. War da was? Ja, da war ein hier. War da was? Ja, da war ein grüner Schlüssel. Oh, den hätte ich auch holen können, das Zimmer. War da was? Ja, da war ein... Ja! Ah. Zu spät. Schon vorbeigeschwommen. Dam, dam. Ja, verreck doch. So, da unten. Das Sterben, und zwar sowas von. Ja, komm schon. Egal, nimm mit. Ja, verreck doch. Da brauche ich den ersten alten Schlüssel. Den gibt es hier irgendwo. Genau. Das machen wir aber auf dem Rückweg, weil da müssen wir ja eh nochmal hin. So, sonst habe ich keinen Schlüssel. So, hier ist der zweite uralte Schlüssel. Da ist so eine Scherbe. Und da gibt es einen hier.
So, hüpfe ich jetzt schon da hoch oder mache ich das später? Fuck. Wunderbar. Ach, da oben gibt es wieder diese tolle Spinne. Wunderbar. Da ist zum Glück ein Granatenteil. Wenn wir schon bei Sexisten sind, ne? Ein Granatending. So, da geht's nicht weiter. Komm ich da hoch? Offensichtlich nicht. Ich finde die Musik echt genial. Es gibt eine Version 1.19 übrigens inzwischen. Die finde ich nicht halb so genial. So, silberne Schlüssel. Genau, das war die Geschichte. Die Version an und für sich, die ist cool. Die ist schwieriger. Die ist flüssiger. Die ist... die haben sie schon weiter überarbeitet und entwickelt. Allerdings haben sie da ein bisschen mit der Musik es versaubeutelt. Naja, was heißt versaubeutelt? Sie haben halt die Musik geändert. Es ist nicht mehr die Musik von Stephen J. Sweeney, sondern es ist jetzt dann eben die Musik, die man irgendwo im von irgendwelchen Künstlern, die halt die Titel unter Creative Commons gestellt haben. Warum auch immer. Finde ich persönlich schade. Wäre für mich Metal Blob Solid eben diese Musik hier braucht, um wirklich die richtige Metal Blob Solid Stimmung zu erzeugen. Jetzt verreck doch. Genau. Die Musik ist meistens relativ elektronisch eingestellt, was ja nichts unbedingt sein muss. Ich meine, Elektro, wer es mag, okay. Das Traurige daran ist bloß leider, was? Schnauze jetzt. Genau. Extra Granaten hier. Verrecken. Verrecken sollt ihr. So. Das Traurige daran ist bloß, dass für mich persönlich dann die Stimmung von Metal Blob Solid kaputt geht. So, stirb. Hat sich das gelohnt? Ne, eigentlich nicht, aber egal. Schnauze voll. So, da komme ich nicht hoch. Das haben wir vorher schon ausprobiert, aber ich kann die Viecher töten. Ja, und die droppen dann natürlich Kirschen, die ich gut gebrauchen könnte und dann nicht habe. Da fällt mir doch ein. Da könnte ich doch den ganzen Spaß wieder zurück. Weil dann ganz plötzlich hier einen Schlüssel bekommen. Und zwar. Den da. Hier oben geht's nicht weiter. So, und wir sind hier wieder an einem Punkt, wo ich leider sagen muss, in 2 Minuten. Schön war es mal wieder, dass ihr wieder zugehört und aufgepasst und meinen dummen Kommentaren gelauscht habt. Ach
Quatsch. Den will ich doch. Nur einen goldenen Schlüssel. Ach, Quatsch, Bronze. Und daher. So, aber wir gehen jetzt erst nochmal darüber. Und werden dafür sorgen. Ja, das machen wir noch. Ja, genau. Wir werden dafür sorgen, dass ich jetzt auch definitiv sterbe. Ah, Kirschen, Kirschen. Kirschen. Wunderbar. Dumm. Naja, kann sich nur um Stunden handeln. Ja, genau. War ein guter Plan. So. Dieser Schlüssel, wunderschönen Explosionssequenz auf Wiedersehen, verabschiede ich mich heute für heute von euch. Bis zum nächsten Mal.